Hi, ich bin der Lorenz vom Deutschen Alpenverein. In den nächsten 4 Videos beantworten wir euch alle Fragen, die ihr zum Thema Klettersteig habt. Was muss ich Wie schwer sind Klettersteige? Welcher Klettersteig passt für den Klettersteig? Klettersteig ist nicht gleich Klettersteig. Aber eins haben alle gemeinsam. Ein Stahlseil führt dich durch die Felswand nach oben. Deshalb auch der italienische Name Via Ferrata, Eisenweg. Eine Vorstufe zu richtigen Klettersteigen sind gesicherte Steige. Das sind sehr anspruchsvolle Wanderwege im steilen, felsigen und ausgesetzten Gelände. Mit einer Ergänzung. Es gibt ein Drahtseil zum Festhalten oder eiserne Drittstifte als Unterstützung. Wer unsicher oder wenig bergerfahren ist, sollte hier nicht auf eine Klettersteigsicherung verzichten. Leichte bis mittelschwere Klettersteige findet ihr häufig in alpiner Umgebung. Sie führen auf Gipfel, die für Wanderer nicht zu erreichen sind. Und sie können dich mental schon ziemlich fordern. Denn nicht immer gibt es eine durchgängige Sicherung, also ein Stahlseil. Je nach Tourenlänge braucht es hier gute Kondition und Trittsicherheit in zum Teil absturzgefährdetem Gelände. Sportklettersteige liegen oft talnah oder in Hüttennähe. Sie sind klettertechnisch anspruchsvoller und durchgängig mit einem Stahlseil gesichert. Hier lockt eben vor allem die sportliche Herausforderung. Für zusätzlichen Reiz sorgen Fun-Elemente wie zum Beispiel Seilbrücken. Teilweise findet ihr auch in alpinen Lagen solche sportlichen Steige. Aber ohne Bergerfahrung, Schwindelfreiheit und Kraftausdauer geht dort nichts. Wie schwierig ein Klettersteig ist, hängt davon ab, wie steil das Gelände ist. Aber auch die Felsstruktur und die Anzahl der Tritt- und Griffmöglichkeiten machen viel aus. Leicht ist relativ. Ein A-Klettersteig ist technisch anspruchsvoller als ein mittelschwerer alpiner Wanderweg. Ausgesetzte Passagen sind hier aber mit Drahtseil gesichert, sodass es immer etwas zum Festhalten gibt, wenn du dich unwohl fühlst. Schwierigkeit B heißt anhalten steiles Felsgelände. An Steilstufen packt man kräftig ans Drahtseil. Trittstufen oder kurze Leitern erleichtern das Raufkommen. Selbst wer viel Erfahrung auf anspruchsvollen Wanderwegen hat oder schon mal klettern war, wird sein Klettersteigset hier sehr gerne einhängen. Spätestens bei Schwierigkeit C fühlt es sich nach Klettern an. Senkrechte Passagen fordern trotz Tritthilfen gehörig Armkraft und Klettertechnik. Die Steilheit und Ausgesetztheit können einem außerdem mental zusetzen. Wenn der Fels dann noch feucht oder schmierig ist, wird's schnell heikel. Ja. Schwierigkeit D heißt lange, senkrechte und auch überhängende Abschnitte. Tritthilfen werden rar, nichts für Einsteiger. Steige mit der Schwierigkeit E sind nur was für absolute Klettersteigprofis. Aber der Schwierigkeitsgrad allein sagt nicht alles. Ein 50 Meter Übungssteig fordert weniger Ausdauer als eine 3-Stunden-Tour mit 600 Klettermetern. Der schwindelnde Tiefblick an einer ausgesetzten Bergflanke kann Nerven kosten und dafür sorgen, dass man auf einmal mehr Kraft fürs Festhalten einsetzt. Auch ein 2-stündiger alpiner Zustieg kostet schon mal viel Energie. Sind wir immer noch nicht da. Also nutzt schon im Vorhinein alle Infoquellen, die darüber Auskunft geben können. Wie finde ich eine Route, die mir ein tolles Erlebnis verspricht? Eindrucksvoll, herausfordernd, aber nicht überfordernd. Eine gute Idee ist immer, leicht anzufangen und sich im Lauf der Zeit zu steigern, wenn man sich sicher fühlt. Du kommst vom alpinen Wandern, lange Zu- und Abstiege, ausgesetzte Wegstücke, Orientierung und Alpinwetter sind dir vertraut, dann steig in die Kategorie gesicherter Steig oder klassischer Klettersteig mit Schwierigkeit A oder B ein. Um sich zu steigern, kann Klettertraining helfen. Du bringst schon Klettererfahrung mit. Wer Klettergurt, Karabiner und Helm kennt, lernt rasch das Handling des Klettersteigsets. Aber unterschätzt nicht den Faktor Psyche. Ausgesetzte Passagen können sehr fordernd sein. Sportklettersteige in Schwierigkeit B oder C könnten für dich passen. An alpine Steigen in hohen Bergen sollte man sich erst allmählich herantasten. Hier braucht es zusätzlich Know-how in Tourenplanung, Orientierung und Wetterkunde. Dabei können dir Kursangebote von Sektionen oder Bergführerbüros hilfreich sein. Nicht vergessen, es eilt nicht. Wer seine Ziele entspannt und peu à peu größer werden lässt, der hat bei jeder neuen Tour Freude. Und das gute Gefühl, alles im Griff zu haben. Erfahrung und Kondition steigen mit jeder alpinen Tour. Wenn du dich gut vorbereitest, kannst du dir völlig neue alpine Erlebnisse erschließen. Schau dir dazu gerne auch unsere anderen Videos an. Bis dann, wir sehen uns am Klettersteig.